Lass mal jetzt was machen, Digga. Guck, wir erinnern uns an das letzte Video. Für alle, die neu sind, Parfumo-Kommentare. Parfumo-Kommentare ist letzten Endes ein Genre für sich. Für alle, die neu sind, ist eine Plattform, auf der Leute zusammen Parfüms bewerten. Oder besser gesagt, sich austauschen. Das Problem dabei ist, dass dort sehr viele Experten meinen, ja, Experten zu sein. Das heißt, wir haben im letzten Video festgestellt, dass diese Leute sehr gerne ausführlich und vor allen Dingen auch fernab von jeder Realität schreiben, boah, ich bin der Experte, ich kenne das neueste Parfüm, du musst mir zuhören. Das Ding dabei ist, dass jede einzelne Person meint, etwas sagen zu müssen. Eigentlich bist du auf dieser Seite, um dir Parfümrezensionen anzugucken und liest dann auf einmal einen Schwachsinn, der da steht, in Bezug auf das 14. Jahrhundert und Goethe, Shakespeare, viele Sachen, die gar nichts mit dem Parfüm an sich zu tun haben. Ich finde, es ist wichtig, darüber zu sprechen. Und es ist wichtig, diesen Leuten klarzumachen, dass sie Schwachsinn labern. Hier ist ein Duft, der nennt sich All the Space. Michi91 schreibt dazu, es ist da und es kommt nicht in Frieden. Es knallt mit Lichtgeschwindigkeit und sehr laut ein. Es spielt ein Metal-Konzert von einem anderen Planeten. Du hörst gespannt zu, während neben dir ein randvolles Dixi-Klo in Flammen aufgeht. Der beißende Geruch steigt dir in die Nase. Dir wird übel. Du erbrichst in die Flammen. Dein Erbrochenes fängt Feuer und es wird lauter. So laut, dass alles um dich herum verschwimmt. Und du zusammen sagst. So laut, dass alles um dich herum verschwimmt und du zusammen sagst. Du wachst wieder auf. Erneut steigt dir ein beißender Geruch in die Nase. Du schaust an dir herunter und alles, was bleibt, ist deine eingenässte Hose. Es war nur ein Albtraum. Fairerweise muss man sagen, das sind auch gute Kommentare. Das sind auch gute Kommentare. Michi91 küsst dein Herz, du machst meinen Abend etwas schöner. Um 2 Uhr nachts gefühlt. Sollte dir jemand auf die Nerven gehen und du möchtest ihm den Tag versauen, sprüh ihn damit ein. Sollte es dir schlecht gehen und du kannst dich erbrechen, sprüh dich damit ein. Sollte keine der beiden Situationen in Kraft treten, sprühe nicht. Keiner sollte es riechen, doch jeder sollte einmal daran gerochen haben. Danke Michi, dass du diese scheinbar schreckliche Erfahrung auf dich genommen hast, damit andere sie nicht machen müssen. Ja. Küss dein Herz. Parfumia schreibt, absoluter Pretty Girl Scent. Ich liebe die Liebe. Warte mal. Sie selber hat den, ja? Wenn du sowas schreibst, musst du eine Sache verstehen. Sobald du auf diesen Rezension-Senden-Knopf, also auf Veröffentlichen, ist das für uns alle zugänglich. Du und dein Kommentar sind danach freiwillig. Freies Gut oder auch in anderen Worten Kriegsbeute. Du willst mal so ehrlich sagen, du hast dir selber so einen dicken Kuss auf die Stirn gegeben. Wenn sie sich selber küssen könnte, sie würde es machen. Also sie hat sich damit selber Pretty Girl gerade genannt. Pretty Girl ist ein schöner Frauenduft. Schöner Frauenduft für schöne Frauen. Das setzt voraus, dass du denkst, dass du selber eine schöne Frau bist, oder wie habe ich das verstanden? Mutig, mutig. Ich versuche mir immer ein paar so gute Grundsätze zu nehmen und guten Achlag, gutes Verhalten an den Tag zu legen und nicht so viel so zu fluchen und schlechte Sachen zu sagen. Aber mit solchen Leuten ist es durchaus schwer. Wenn ich wüsste, was es ist, würde ich es beheben. Ich würde es sein lassen, wenn ich es unterdrücken könnte. Aber irgendwas in mir sorgt dafür, dass ich unnormal aggressiv werde, wenn ich auf dieser Seite chille. Und natürlich zu eurem Entertainment lade ich das Ganze auch hoch, damit wir alle was davon haben. Pretty Girl Scent, Digga. Mit deiner Schrottrezension. Das Glück, dass ich heute unnormal gute Laune habe. Wir haben ja im letzten Video festgestellt, was für Anzeichen es gibt, um einen Kommentar zu vermeiden. Manchmal ist der Titel auch einfach großer Schwachsinn und du willst es gar nicht lesen. Christa Zita schreibt, Dallas, die Waltons und Zigarettenrauch. Enzo, in mir fängt es schon an zu brodeln. Ich werde unnötig aggressiv gerade, wenn ich das hier lese, deswegen skippt mir das alles. Es gibt so ein Ding, das ich bis jetzt immer noch nicht verstehe. Hört mich an. Leute gehen raus mit ihrem Parfüm und machen ein Foto davon in der Wildnis, draußen im Freien und jeder kann machen, was er will. Wir alle haben verschiedene Hobbys. Aber das sieht schon verdammt bescheuert aus. Das muss ich einmal so loswerden. Ich meine... Ja, nee, so mäßig, tamam, wir haben verstanden, du liebst dein Parfüm. Das ist schon ein hart komisches Hobby, ich bin dir ehrlich. Wir alle mögen Parfüm, ist doch okay. Aber warum gibt es immer diese 2, 3 Übertreiber? Danach gibt es diese Community-Buttons. Diese Community-Buttons haben dann sowas wie Blogartikel, also wo Leute reinschreiben können, ne? Und da kommt dann der 45-jährige Familienvater oder die 50-jährige Oma zum Vorschein. Dann liest du dir hier sowas durch. Ansichten eines Katers. Oder wie ich zum Parfümberater wurde. Ich bin Berater, also neuerdings. Berater für Käse, Thunfisch, Lachs und Parfüm. Neben Katzenfutter, versteht sich. Tester bin ich natürlich auch. Wenn ich keine Ahnung habe... Mann, du hast eine Katze...
Ich meine, normal, du hast eine Katze als dein Profilbild. Verzeihung, ich habe ganz kurz meine Coolness verloren. Bro, er hier, ne? Ich weiß nicht, ob das Timo G heißen soll. Aber Timo, Bro, ein kleiner Tipp, ehrlich, ne? Entspann dich. Lass mal ein bisschen deine Augenbrauen locker. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie jemanden gesehen, der so tiefe Falten in seiner Stirn drin hat. Denn also das hier ist ein Kommentar, den hatte ich schon sehr lange gespeichert. Damit ihr versteht, warum ich so einen Knack schiebe. Julesen hat einen Kommentar geschrieben. Also eine Rezension. Also sozusagen eine einmalige Sache. Ihr werdet gleich checken, was mit dieser Andeutung gemeint ist. Was hat mich da geritten? Wen hast du da geritten? Nun, dies ist mein erster Kommentar. Wir erinnern uns zurück. Eins von zwei tödlichen Zeichen, um festzustellen, ob ein Kommentar überhaupt gelesen werden sollte, ist eingetroffen. Nun, dies ist mein erster Kommentar. Warum bei diesem Duft? Ja, weil es passt. Nach dem ersten Test fühlte ich mich wie nach einem sehr intensiven One-Night-Stand, den man am Morgen danach noch neben sich wiederfindet. Nun beschnüffelte ich die Situation, wie ich ihn erkennenlernt. Es war explosionsartige Anziehung, Faszination, Selbstaufgabe. Fast einen solchen Typen hätte ich nie wirklich mit heimgenommen. Aber passen wir zukünftig zusammen? Und das ist ja, was ich meine. Das hier ist eine Parfümseite. Und Julesen konnte sich nicht verkneifen, ihre Projizierungen, also sprich das, was in ihrem Kopf ist, auf die Außenwelt zu übertragen. Ist interessant, was du so scheinbar in deiner Freizeit machst, dass du diesen Vergleich ziehen kannst, Audubilla. Das zweite Mal lief selbstverständlicher ab. Wir kannten uns. Es kam mir aber diesmal vor, als ob ich mich entscheiden müsste. Stehe ich zu ihm? Sollen wir es versuchen miteinander? Er ist so anders. Mit ihm würde ich auffallen. Mit ihm würde ich vielleicht nicht. Ich selbst, so gingen wir spazieren. Ich konnte nicht von ihm lassen. Und er nicht von mir. Diese Anziehungskraft macht mich überdreht, aufgeregt, abenteuerlustig, sexy. Sexy. Komme ich ihm zu nah, nimmt er mich voll und ganz in Beschlag. Wieso stehe ich so auf ihn? Ich suchte immer nach etwas, was mich beruhigt, mir schmeichelt oder mich stützt. Er ist nicht einer von denen. Er macht mich verrückt. Ich bin zeitweise erschöpft. Dreh mich weg, wenn es sein muss. Aber nach einiger Zeit kommen wir doch wieder zusammen. Und es ist jedes Mal ein Abenteuer mit ihm. Vielleicht sollte ich es meinem Mann gestehen. Oh mein Gott. Ich habe über 200 Euro gelatzt. Was hat mich geritten? Das ist eine große Prüfung für mich, immer hier positive Energie auszustrahlen. Bei dem letzten Video haben mir eine Menge Leute einiges geschrieben. Einiges an Feedback, positive, negative Rezensionen. Und da war einiges bei, was ich interessant fand. Deswegen würde ich sagen, dass wir das einmal zusammen vielleicht begutachten, beantworten und schauen, was die Leute so zu schreiben hatten. Manche Leute nehmen ihre Hobbys etwas zu ernst. Ciao. Jerry, das ist eine sehr gute Erkenntnis. Ich folge derselben Meinung. Sehr gut erkannt. Like. Das ist die beste Seite, was Düfte angeht. Keiner muss die Kommentare lesen. Ihr seid ja auch richtige Patienten. Was Düfte angeht, auf jeden Fall. Was Philosophen angeht, auch. Zumindest habe ich jetzt gelernt, was ich nicht schauen muss. Trollvideo. Und es geht nur um Kinder-Mainstream-Düfte. Dann schreibt's, ich weiß, wen dieser Account gehört. Du Matze, du bist doch scheinbar so ein ganz Erwachsener. Was trägst du denn als so ein ganz großer Junge? Ja. Daraufhin antwortet Matze, Sachen, die du nicht kennst. Aber was soll das denn immer, dass Leute so verunsichert sind und so dumm Nonsens schreiben? Das bringt doch niemanden voran. Wir versuchen doch alle, uns gegenseitig irgendwo voranzubringen. Und wenn du so unnötigen Schwachsinn in meine Kommentare schreibst, kann ich daraus nicht lernen, weißt du? Gib mir doch ordentliches, sauberes Feedback. Danke, Bro. Lies mal bitte die Kommentare von Frau Holle. Ich krieg jetzt schon einen Knacks bei den Namen. Ich weiß nicht, wie man nach speziellen Personen sucht, aber Frau Holle, der Name macht mir Angst, ich bin dir ehrlich. Ich denke, nachdem ich jetzt so viel guten Input gesammelt habe, ist es an der Zeit, dass wir uns selber daran machen, einen Kommentar zu schreiben. Ich denke, wir haben jetzt genug Basiswissen, um wirklich hier was Wunderschönes zu produzieren. Dies ist mein erster Kommentar. Die Essenz Italiens in einer Flasche. Darf man den Honor Visum sprühen. Das Afron knallt wie Vatersgötter. Ich bin verliebt in diese wunderschöne Orange. Sie prägt so schön wie ihre Bauchnabel. Mäusches und Maiglöckchen sind stärker präsent als gedacht. Das hier ist Baccarats gewalttätige Cousin Erwachsener. Maskuliner Schäfer, bissiger. Er kommt gut an bei den Gym Bros um 2 Uhr nachts. 20 Minuten später. Digga. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Ich sag mal so, dieses Thema, es belastet mich mehr als nötig. Ich freue mich auf das nächste Video. Folgt mir sehr gerne bei Instagram und bis bald.